Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zum Pressestatement der Bundesregierung zur Lage der Corona-Pandemie. Und es beginnt unser Herr Bundeskanzler Sebastian Kurz. Bitte schön. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz gemeinsam mit meinen Regierungskollegen begrüßen. Sie wissen, sehr geehrte Damen und Herren, wir erleben gerade eine intensive zweite Welle der Pandemie in ganz Europa. Wir haben in allen europäischen Ländern steigende Ansteckungszahlen. Wir haben in einigen Ländern eine sehr dramatische Entwicklung. Und viele europäische Länder, viele europäische Partner und auch viele unserer Nachbarländer befinden sich mittlerweile schon wieder im zweiten Lockdown. Auch in Österreich haben wir in den letzten Monaten ein stetiges Wachstum der Ansteckungszahlen erlebt. Wir haben in den letzten Wochen ein exponentielles Wachstum erlebt und wir haben insbesondere in der letzten Woche dann noch einmal eine massive Beschleunigung erleben müssen und fast schon einen explosionsartigen Anstieg. Österreich hat definitiv eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, aber auch in unserem Gesundheitssystem gibt es begrenzte Kapazitäten. Und ich höre in diesen Tagen sehr oft, dass viele Menschen, die sich mit Corona infizieren, ja gar keine oder nur ganz leichte Symptome haben. Und das ist vollkommen richtig. Viele Menschen, die sich anstecken, haben kaum oder leichte beziehungsweise gar keine Symptome. Aber ein gewisser Prozentsatz der Infizierten hat einen schweren Verlauf. Ein gewisser Prozentsatz der Menschen braucht sogar eine intensivmedizinische Betreuung. Und die Situation ist eine eindeutige. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird es zu einer Überlastung unserer intensivmedizinischen Kapazitäten auch in Österreich kommen, so wie wir das in anderen Ländern schon erlebt haben. Das bedeutet dann nicht nur, dass es zur Verschiebung von geplanten Operationen kommt, wie Hüft-OPs, Schulter-OPs oder anderen, das ist unangenehm genug, sondern das bedeutet in weiterer Folge, dass es nicht genug Betten für die ausreichende Behandlung gibt. Dass Ärzte entscheiden müssen, ob sie einen Covid-Patienten, ein Unfallopfer oder einen Schlaganfallpatienten ordentlich in einem Intensivbett versorgen. Und sehr geehrte Damen und Herren, das werden wir nicht zulassen. Wir haben daher als Bundesregierung ein Paket geschnürt, um hier gegenzusteuern und mit harten Maßnahmen die Ansteckungszahlen in Österreich wieder nach unten zu drücken. Wir haben in den letzten 48 Stunden den Bundespräsidenten, die Sozialpartner, die Landeshauptleute und auch die Parlamentsparteien informiert und uns zu diesem Paket ausgetauscht. Ab Dienstag, den 3. November 0 Uhr bis Ende November wird es zu einem zweiten Lockdown in Österreich kommen. Es wird wie schon im Frühling notwendig sein, auf viele Bereiche, die uns wichtig sind, zu verzichten. Und ich möchte Ihnen hier jetzt einen Überblick geben. Nicht mehr möglich sein werden sämtliche Veranstaltungen. Das betrifft den Kultur-, den Sport-, den Freizeitbereich. Nicht mehr möglich sein wird die Hotellerie, mit Ausnahme beruflicher Reisen. Und schließen müssen wir leider auch die Gastronomie mit Ausnahme von Lieferservice und Abholung. Das sind dramatische Eingriffe in unser gesellschaftliches Leben. Das sind dramatische Eingriffe für die betroffenen Branchen. Und diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber sie ist notwendig. Wir haben, um die wirtschaftlichen Konsequenzen abzufedern, ein sehr großes Hilfspaket geschnürt und werden den betroffenen Branchen und Betrieben 80% ihres Umsatzes aus dem Vergleichszeitraum im Vorjahr, also sprich im November, überweisen. Damit einhergeht, dass diese Betriebe ihre Mitarbeiter nicht kündigen dürfen, sondern diese in Beschäftigung halten. Darüber hinaus weiten wir die Kurzarbeit noch einmal aus, um die
Folgen für den Arbeitsmarkt abzufedern. Der Finanzminister wird noch im Detail darauf eingehen, aber ich bin froh, dass wir innerhalb von kurzer Zeit dieses Paket schnüren konnten, um all die betroffenen Betriebe, die sich nicht zu Schulden kommen haben lassen, die massive Sicherheitskonzepte erarbeitet haben, die sich bemüht haben, bestmöglich in dieser schwierigen Phase zu unterstützen. Es ist allerdings notwendig, diesen Schritt zu setzen, weil gerade in der Gastronomie, aber auch in anderen Bereichen wie Sport, Freizeit, Kultur natürlich sehr viele Zusammenkünfte stattfinden, Menschen sich treffen, das auch der Geschäftszweck ist und somit es natürlich auch zu Ansteckungen kommt. Was die Schulen und Universitäten betrifft, wird die Oberstufe und der Universitätsbetrieb auf Distance Learning umgestellt. Die Kindergärten und die Pflichtschulen bleiben diesmal geöffnet. Wir haben hier den massiven Wunsch von vielen Parlamentsparteien, aber auch von den Landeshauptleuten gehabt und wir werden daher versuchen, die Schulen offen zu halten. Vorerst müssen das aber natürlich in der nächsten Zeit evaluieren, um zu sehen, wie das Infektionsgeschehen dort ist. Trotz Einschränkungen, sehr geehrte Damen und Herren, ist unser großes Ziel natürlich, die Wirtschaft so gut als möglich am Laufen zu halten, weil die Wirtschaft die Basis ist für Arbeitsplätze, für unseren Wohlstand und natürlich auch für die Steuereinnahmen, die wir brauchen, um unser Sozialsystem zu finanzieren. Wir haben uns daher entschieden, so wie auch im ersten Lockdown, die Industrie und die Produktion selbstverständlich offen zu halten. Und darüber hinaus diesmal, anders als beim ersten Lockdown, auch den Handel und die persönlichen Dienstleistungen offen zu halten. Das bedeutet, alle Dienstleistungsbetriebe von Friseuren bis Physiotherapeuten bleiben diesmal geöffnet und auch der Handel kann vollständig geöffnet bleiben. Dort, wo Menschen in Büros arbeiten und Homeoffice möglich ist, haben wir mit den Sozialpartnern vereinbart, dass auf Homeoffice gesetzt werden soll. Darüber hinaus, sehr geehrte Damen und Herren, müssen wir natürlich die Kontakte reduzieren. Die meisten Ansteckungen finden bei Menschen statt, die sich kennen. Viele Menschen glauben noch immer, dass sie sich nur im Vorbeigehen bei Fremden anstecken können. Aber die meisten Ansteckungen finden bei Menschen statt, die sich kennen, die sich mögen. Weil wenn man sich kennt und sich mag, dann rückt man enger zusammen, verbringt viel Zeit miteinander auf engem Raum und das führt dann auch zu Ansteckungen. Wir müssen daher Kontaktbeschränkungen verhängen. Das bedeutet, dass sich in dieser Zeit des zweiten Lockdowns nur noch zwei Haushalte treffen dürfen, ganz gleich, wie viele Personen in diesen Haushalten leben. Das ist eine Regel, die auch Deutschland und viele andere europäische Länder mittlerweile eingeführt haben. Darüber hinaus ist es notwendig, Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 6 Uhr zu verhängen. Wie im Gesetz geregelt, bedeutet das nicht, dass man nicht den eigenen Haushalt verlassen darf. Es ist selbstverständlich möglich, arbeiten zu gehen, anderen Hilfe zu leisten oder auch sich die Beine zu vertreten. Was diese Ausgangsbeschränkungen bedeuten, ist, dass es de facto zwischen 20 und 6 Uhr ein Besuchsverbot gibt. Das heißt, dass man den eigenen Haushalt nicht mehr verlassen darf, um andere Menschen zu treffen und zu besuchen. Das ist leider Gottes deshalb notwendig, weil wir gerade am Abend erlebt haben, dass es oft hier zu Zusammenkünften, zu Partys im privaten Bereich kommt, wo viele Ansteckungen die Folge waren. Der Innenminister wird auf diese Regelungen noch im Detail eingehen. Sehr geehrte Damen und Herren, uns ist vollkommen bewusst, dass diese Maßnahmen unpopulär sind. Uns ist vollkommen bewusst, dass diese Maßnahmen eine massive Freiheitseinschränkung bedeuten. Aber es ist leider Gottes notwendig, diesen Schritt zu setzen, um eine Überlastung der Intensivmedizin zu verhindern. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass viele Menschen, die das jetzt wahrscheinlich zu Hause im Fernsehen sehen, sich denken, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe all diese Einschränkungen satt. Und ich kann nur sagen,
Wir verstehen Sie vollkommen. Uns geht es allen als Privatpersonen nicht anders. Auch niemand von uns trägt gerne Maske. Niemand von uns hat eine Freude, wenn er nicht mehr in die Gastronomie gehen kann. Und niemand von uns ist froh, wenn er die eigenen Freunde oder Verwandten nicht mehr treffen kann, wenn er Lust darauf hat. Aber wenn wir diesen Schritt jetzt nicht gemeinsam setzen und ihn auch gemeinsam auf den Boden bringen, dann drohen uns Zustände, wie sie in anderen Ländern derzeit gerade wieder eintreten. Abschließend, sehr geehrte Damen und Herren, der Versuch eines Ausblicks, weil natürlich oft auch die Frage gestellt wird, wie lange dauert das alles? Wir haben immer damit gerechnet, dass der Herbst und der Winter sehr fordernd werden. Genau das findet gerade statt. Wir sind überzeugt davon, wenn wir eine breite Unterstützung im ganzen Land erleben und wirklich alle Menschen mitmachen, dass es uns noch einmal gelingen kann, in diesem Lockdown die Ansteckungszahlen massiv zu senken und dann im Dezember auch schrittweise wieder Öffnungsschritte zu setzen und wieder zu einem halbwegs normalen Leben zurückzukehren. Der wirkliche Durchbruch, das Ende dieser sehr, sehr schwierigen Pandemie, das Ende dieser massiven Einschränkungen wird definitiv erst stattfinden, wenn ein Impfstoff erforscht ist. Da bleibe ich aber optimistisch und bei der Einschätzung, die ich im Sommer getroffen habe. Ich gehe davon aus, dass der Fortschritt in den nächsten Monaten groß sein wird und dass wir spätestens nächsten Sommer wieder zu unserer gewohnten Normalität zurückkehren können. Bis dahin bleibt es eine herausfordernde Zeit und wir bitten Sie um Ihre Unterstützung. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Jetzt das Statement unseres Herrn Vizekanzlers. Bitte schön. Ja, danke schön, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle, die in Österreich leben. Ja, wir verordnen mit kommendem Dienstag einschneidende Maßnahmen. Sie werden unser Leben wieder dramatisch verändern. Sie werden uns einschränken. Und sie sind mehr als lästig, ja, zugegeben, aber mittlerweile sind sie auch wieder mehr als notwendig. Und warum machen wir das? Weil jeder, der in Österreich ein Intensivbett braucht, auch eines bekommen soll. Und auch wenn wir lange nicht alle Covid-Intensivpatienten werden, so gilt doch für alle Folgendes in dieser beunruhigenden Situation. Niemand von uns, niemand ist gefeit davor, einen unerwarteten schweren Unfall zu haben oder auch eine Erkrankung. Und dann soll kein Platz auf der Intensivstation sein. Und das wollen wir jedenfalls vermeiden. Nein, so weit wollen wir es erst gar nicht kommen lassen. Und deshalb werden wir alles Mögliche in diese Richtung unternehmen. Jeder, der ein lebensrettendes Intensivbett braucht, soll auch eines bekommen. Und deshalb wollten wir das gemeinsam sicherstellen. Und das wird auch Geduld abverlangen, vielen von uns, weil es eben ein herausfordernder Herbst und Winter wird. Da braucht man gar nicht lange herumreden. Aber wenn wir aufeinander schauen wollen, dann heißt das auch, ja, eine Zeit lang wieder verzichten auf einiges, auf vieles, was uns lieb ist. Mir auch, ja, der Sport im Verein, vor allem Indoor. Das Chorsingen, das Musizieren, das Gemeinsame, der Konzertbesuch, der Theaterbesuch, der Kinoabend, vielleicht der wöchentliche bei manchen sogar, das gemeinsame Treffen nach der Arbeit mit den Kollegen in den Gasthäusern, die Party mit Freunden. Auf das werden wir vorübergehend verzichten müssen. Und damit verlieren wir natürlich was kurzfristig, aber langfristig gewinnen wir, denke ich, umso mehr. Nämlich den Erhalt der Gesundheit von möglichst vielen von uns und vor allem, es wurde angesprochen, der Erhalt und die Funktionsfähigkeit unseres Gesundheitssystems und tatsächlich eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, das eben aber auch an seine Grenzen kommen kann. Und deshalb tun wir das. Und das soll dazu führen, dass es später wieder entsprechend dieser Möglichkeiten auch wesentlich mehr persönliche Freiheiten geben kann. Ein Wort zum Sport. Nutzen wir die Zeit, um in Bewegung zu bleiben. Es ist ja nicht so, dass das nicht möglich wäre. Also bleiben wir in Bewegung, bleiben Sie in Bewegung. Das ist gut und gesund für Herz und Hirn. Die Sportstätten im Übrigen im Freien
sind für Einzelsport, also nicht Kontaktsportarten, für Einzelsport aus diesem Grund weiter geöffnet. Ein Wort zur Wirtschaft. Ja, also für bestimmte Wirtschaftszweige und Branchen ist es ja tatsächlich eine Hiobsbotschaft, nämlich der dringend notwendige zweite Lockdown mit spezifischen Schließungen. Uns ist das völlig klar. Das betrifft die Veranstalter, die Kunst- und Kultureinrichtungen, die Gasthäuser, die Restaurants, die Sportinstitutionen, zumindest zum größeren Teil, den Tourismus, aber auch deren Zulieferer. Das wissen wir, dass sie schwer getroffen werden und manche von Ihnen jetzt vielleicht auch verzweifelt sind. Ich habe in letzter Zeit mit vielen, vielen gesprochen, ob es jetzt Sportveranstalter waren, Sportvereine, Vertreter, Funktionäre, Funktionärinnen, auch Kulturschaffende, Kulturbetriebe. Wir wissen das. Und es ist wahrscheinlich schwer anzunehmen und entgegenzunehmen, das ist auch klar. Und deshalb möchten wir uns auch bedanken für all das, was versucht wurde und sehr, sehr gut gelungen ist, schon in den vergangenen Monaten, nämlich dass sehr viel ermöglicht wurde. Eben in der Kunst und Kultur, bei den Sportereignissen und so weiter. Auch bei vielen Unternehmen in der Gastronomie oder in der Hotellerie, die ja mit Konzepten hier entsprechend auch zu Sicherheitsmaßnahmen beigetragen haben. Jetzt geht es aber auch darum, insgesamt unsere physischen Kontakte einzuschränken. Deshalb machen wir das. Und wie wir ja immer wieder von den Expertinnen und Experten vorgerechnet bekommen, ein Drittel dieser Kontaktreduktionen sorgt schon für die Halbierung des Ansteckungsgeschehens. Deshalb machen wir das. Das Ziel der Bundesregierung bleibt klar, was die Hilfen betrifft. Unternehmen, Organisationen, Akteure mit aller Kraft unterstützen. Und wie geht es jetzt? Indem wir das einfach und schnell machen, unbürokratisch, mit einem Ersatz. Es wurde angesprochen, mit 80% der Umsätze. Und ich füge noch hinzu, dass das jetzt für alle Unternehmensformen, für alle Körperschaften gilt, auch für Non-Profit-Organisationen, Vereine, Theater ebenso, Vereine und Theater und Museen ebenso. Ja, weil sie jetzt schließen müssen, aber wir werden wieder gemeinsam aufsperren. Und abschließend möchte ich noch aufgrund von persönlichen Eindrücken und persönlichen Erlebnissen einen Dank aussprechen, noch einmal, aber noch mehr den großen, großen Respekt vor all jenen Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten, in den Pflegeheimen, in den Sozialeinrichtungen, aber eben und vor allem in den angesprochenen Intensivstationen. Das Leben vieler Menschen hängt von ihnen ab und es werden in den nächsten Wochen dramatisch mehr werden. Ich habe das selbst erleben dürfen oder müssen bei meinem eigenen Vater. Das ist nicht leicht. Ich habe genug gesehen und mitgekriegt. Und deshalb danke ich ausdrücklich für die professionelle Arbeit dort, die jetzt noch schwieriger und intensiver wird, und deren persönlichen Einsatz, all dieser, die dort beteiligt sind. Ja, eben, und deshalb machen wir das, dass möglichst viele dieser Intensivbetten zur Verfügung stehen und jeder, der eins braucht, auch eines bekommt. Danke. Dankeschön, Herr Vizekanzler, unser Gesundheitsminister. Bitte sehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, es ist so, die schwerste Pandemie, die wir seit 100 Jahren auf diesem Planeten kennenlernen mussten, die steuert im Augenblick einem wirklichen zweiten Höhepunkt entgegen. Und das vor allem in Europa. Europa ist am hauptbetroffensten in dieser Situation. Wir haben derzeit ein Drittel der weltweiten Infektionsfälle. Europa hat mehr Infektionsfälle als die USA, Brasilien, Indien zum Beispiel zusammengenommen. Und wenn wir uns erinnern, im März, April, bei dieser ersten Welle, bei diesem ersten großen Höhepunkt, praktisch weltweit, da waren wir es alle miteinander, die das sehr gut geschafft haben, die gut durch die Krise gekommen sind. Warum? Vor allem deswegen, da bin ich zutiefst überzeugt davon, weil wir zusammengehalten haben, als Gesellschaft, weil wir zusammengestanden sind, weil wir Verantwortung füreinander übernommen haben, weil wir niemanden alleine gelassen haben in der Situation. Und eine derartige Pandemie lehrt uns, wir können eine derartige Herausforderung nur gemeinsam schaffen, wenn wir alle mitmachen, wenn alle dabei sind, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Und genau darum geht es jetzt auch wieder. Denn wir merken europaweit in dieser Situation, dass die Zahlen massiv steigen seit einigen Tagen, seit einigen
Wochen, ganz vor allem aber in den letzten Tagen. Das ist die aktuelle Grafik der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Und die zeigt uns, wie sich die Zahlen in Europa entwickeln. Und Sie sehen hier eine relativ ausgewogene Situation über den Sommer hinweg. Sie sehen einen September, wo die Zahlen leicht im Steigen sind. Und Sie sehen jetzt einen Oktober, wo in den letzten 8 bis 10 Tagen die Zahlen de facto explodieren, wo sie massiv nach oben gehen. Und genauso ist es bei uns in Österreich auch. Wir haben die Situation, dass wir etwa für letzten Samstag, wir kriegen ja jede Woche Detailprognosen extern durch sehr, sehr gute, kompetente Fachexperten, dass wir etwa für letzten Samstag die Prognose hatten, 2200 Neuinfektionen. Sehr viel, dachte ich mir damals. Sehr, sehr viel. Was ist rausgekommen? Es waren 3600. Das heißt, es hat ein massives Ansteigen, ein kaum kontrollierbares Ansteigen begonnen. Und seit 8 Tagen geht es dahin. Wir haben heute in Österreich 5.349 Neuinfektionen. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr dramatische Zahl. Und vielleicht bin ich mittlerweile bekannt als einer, der nicht die Wortungetüme sozusagen von sich gibt. Aber das Wort Dramatik ist wahrscheinlich das harmloseste, was man da verwenden kann. Wir haben die Situation, dass dadurch natürlich in Folge immer 2 bis 3 Wochen verspätet die Hospitalisierungszahlen der Erkrankten steigen. Das ist eine ganz logische Fortentwicklung. Und dass darunter auch zunehmend nun Menschen sind, die so schwer erkranken, dass sie in der Intensivstation behandelt werden müssen. Und mittlerweile sind das am heutigen Tag 265 Menschen. Interessanterweise fast exakt dieselbe Zahl wie beim Höhepunkt unserer ersten großen Herausforderung im März, April. Der Unterschied ist nur, damals hatten wir gewusst, wir haben den Höhepunkt erreicht. Heute wissen wir, die Dynamik ist gerade erst so richtig in Entwicklung. Es ist noch kein Ende in Sicht und deswegen haben wir die Modellierer dieses Landes, die besten Profis in Österreich gefragt, wie schaut es denn aus, wenn sich dieser Trend jetzt fortsetzen würde und wenn wir die Zahlen nicht abflachen können, was bedeutet das für unsere intensivmedizinische Kapazität, die wir haben, für die Handlungsmöglichkeiten, für die freien Betten, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die diese Betten auch bedienen können. Und da ist die Prognose eine, die besagt, ab Mitte November könnte die Kapazitätsgrenze erreicht werden, zwischen Mitte November und Ende November. Und das sind 2 Wochen. Und 2 Wochen vergehen bei einem Infektionsgeschehen unglaublich rasch. Und deswegen haben wir keine Zeit, da auch nur eine Woche zu verlieren. Wir müssen jetzt dagegen handeln, wir müssen jetzt dagegen halten und wir müssen jetzt versuchen, mit aller Kraft zu versuchen, dass wir es erreichen, dass wir vor Mitte November die Reduktion wieder erreichen, dass wir vor Mitte November wieder dämpfen, dass wir vor Mitte November wieder die Kurve abflachen können und damit vermeiden, dass es zu etwas kommt, was viele Medizinerinnen und Mediziner am meisten fürchten, nämlich zur sogenannten Triage, zur Auswahl des Mediziners, wen kann ich noch behandeln, obwohl es alle brauchen würden. Ich war in Paris und habe mir dort die Situation in einer Intensivstation angesehen und dort haben mir die Mediziner erzählt, wie das bei ihnen im April und Mai gewesen ist. Genau das war damals in Paris der Fall und in vielen anderen Ländern. Wir wollen das nicht. Wir wollen das mit aller Kraft vermeiden, dass es zu dieser Entwicklung kommt. Wie gesagt, wir sind nicht das einzige Land. Ich habe Ihnen die Daten der Weltgesundheitsorganisation gezeigt. Wir wissen, dass de facto alle Nachbarn in einer vergleichbaren Situation sind. Ja, es ist fast ein bisschen gespenstisch, wenn man die Entwicklungskurven übereinander legt, dass die absolut vergleichbar sind. Manche etwas früher dran, eine Verzögerung von 1-2 Wochen. Aber der Grundtrend nach oben, der ist bei allen gleich. Und ein ganz besonders wichtiger Bereich, den wir schützen wollen, und das ist ein Bereich von diesen Maßnahmen, auf den ich mich noch kurz konzentrieren möchte, das ist der Bereich der Alten- und Pflegeheime. Das sind die vulnerabelsten Personengruppen, also die verletzlichsten, die, bei denen wir besonders gut vermeiden müssen, dass Infektionen in ihren Institutionen tatsächlich eintreten. Und da haben wir eine Entwicklung auch in diesen letzten Tagen, die mich sehr, sehr, sehr besorgt.
Das ist die Altersverteilung jener Menschen, die positiv getestet wurden in Österreich. Und vielleicht erinnern Sie sich, wir haben im August haben wir gesagt, eigentlich eine erfreuliche Situation, der Altersdurchschnitt sinkt massiv. Jetzt haben wir die Situation, dass zwar nach wie vor die 15- bis 24-Jährigen die größte Gruppe sind, dann die 25- bis 34-Jährigen, aber ganz knapp dahinter ist es bereits die Gruppe 85+. Und deswegen wollen wir als eine der zentralen Maßnahmen dieses großen Pakets der Gegensteuerung diese Alten- und Pflegeheime besonders intensiv schützen. Das ist immer ein Balanceakt zwischen Freiheitsrechten auf der einen Seite und dem Schutz auf der anderen Seite. Und wir wollen in diesen nächsten 2 Wochen vorrangig uns ganz stark auf den Schutz konzentrieren. Das heißt nicht, dass es Besuchsverbote gibt, aber das bedeutet, dass wir den Besuch besser steuern wollen, besser kontrollieren wollen und damit die Alten- und Pflegeheime besser schützen wollen. Und der zweite Bereich ist, wir wollen eine absolute Kontinuität der Testungen errichten im Bereich der Alten- und Pflegeheime, auch im Bereich der Krankenanstalten im Übrigen, bei Mitarbeiterinnen, bei Bewohnerinnen, aber durchaus auch als nächsten Schritt bei Besucherinnen. Einmal in der Woche soll zumindest getestet werden. Das bringt uns Sicherheit, das bringt uns Schutz in dem Bereich. Und wir haben bereits in dieser Woche 3 Millionen der neuen Antigentests genau nur für diesen Bereich bestellt und werden damit die Alten- und Pflegeheime ausstatten können. Aber, letzter Satz, ich bin Optimist. Wir alle miteinander haben gezeigt, wir haben es einmal geschafft. Und was man einmal schaffen kann, das kann man auch ein zweites Mal schaffen. Nur müssen wir genauso zusammenhalten, nur müssen wir diese Solidarität für unser Land, für unsere Gesellschaft genauso gemeinsam leben, wie wir das großartig im März, April geschafft haben. Dankeschön. Zum Thema Ausgangsbeschränkungen, Herr Innenminister, bitte. Sehr geehrte Österreicherinnen und Österreicher, liebe Menschen, die in Österreich leben, all das, was Sie bisher gehört haben, und das ist uns allen bewusst, verlangt in den nächsten Tagen und Wochen wieder sehr viel von Ihnen ab. Die Herausforderung ist allerdings, dass die Alternativen nicht da sind und wir alle gemeinsam jetzt einen Beitrag leisten können dazu, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Aus diesem Zweck gibt es auch wieder, ich sage das ganz bewusst, wieder, Sie kennen es, eine Ausgangsbeschränkung in der Uhrzeit von 20 Uhr am Abend bis 6 Uhr früh mit dem Ziel, wie der Bundeskanzler ja schon formuliert hat, dort ein Durchbrechen von Infektionsketten zu erreichen, wo sie derzeit leider so häufig auftreten und dort durch die Reduzierung von Besuchen auch eine Entlastung des Gesundheitssystems zu erwirken. Die Ausgangsbeschränkungen sehen vor, dass man die Wohnung zwischen 20 Uhr, das Haus zwischen 20 Uhr und 6 Uhr früh nicht verlassen soll. Es gibt 5 Ausnahmegründe, warum man es dennoch tun darf. Auf der einen Seite die Abwehr von Gefahren betreffend Leib und Leben und Eigentum. Zur Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen, aber auch um familiären Betreuungspflichten nachzukommen. Die Deckung der Grundbedürfnisse, wenn einem, was einem ganz wichtig ist, im Haushalt zur eigenen Versorgung ausgeht, dann ist es erlaubt, dafür auch, um das zu besorgen, die Deckung der Grundbedürfnisse, die Wohnung zu verlassen. Für berufliche Zwecke und es ist erlaubt, der Aufenthalt im Freien zur sportlichen Betätigung oder, wenn es einem einfach nicht gut geht, die Decke auf den Kopf zu fliegen droht und man einfach raus muss. Das sind alles Maßnahmen, die haben wir uns nicht leicht gemacht in der Entscheidungsfindung, mit dem Ziel, die Infektionsketten, die Infektionskurve wieder gemeinsam in einer gemeinsamen Anstrengung hinunterzudrücken. Und all das wird nicht einfach sein, aber es kann gelingen. Und auch da, gestatten Sie mir, sind wir sehr optimistisch in der Bundesregierung, dass wir mit dem Schulterschluss mit den Österreicherinnen und Österreichern gemeinsam das auch erreichen können. Beispiele, was bedeutet das jetzt in der täglichen Praxis? Wenn eine Polizeikontrolle, eine Streife durch einen Park fährt und dort eine Ansammlung von mehreren Personen vorfindet mit Alkohol ab 20 Uhr, so ist dieses nicht erlaubt. Das heißt, die betreffenden Personen werden entsprechend der Gesetz und Verordnung des Gesundheitsministeriums angezeigt.
Wenn ein Barbetreiber sein Lokal offen hält, dann wird einerseits der Barbetreiber angezeigt und andererseits auch die Personen, die sich nach 20 Uhr dort aufhalten. All das ist ein gemeinsames Zusammenwirken der Gesundheitsbehörden gemeinsam mit der Polizei, um auch hier klarzumachen, dass das keine Ankündigungen sind, die jetzt alleine getroffen werden, sondern dass mit der Verordnung ab 3.11. um 0.00 Uhr klar ist, dass diese Maßnahmen einzuhalten sind. Der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit ist daher angewiesen, gemeinsam mit den Landespolizeidirektoren ein umfassendes Maßnahmenpaket zu ergreifen, damit gerade der Kontrolldruck jetzt am Anfang besonders sichtbar und klar ist, gemäß der polizeilichen Vorgaben der 3D-Strategie, Dialog, Deeskalation, aber wenn alles nicht hilft, auch durchzugreifen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich appelliere an Sie, dass wir es gemeinsam schaffen, wenn wir uns an die Maßnahmen halten, die Infektionskurve nach unten zu drücken. Es ist alternativlos. Die Polizei ist der Partner der Bevölkerung. Ich danke den Polizistinnen und Polizisten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sicherheitsverwaltung, die hier jetzt wieder einen besonders intensiven Dienst leisten werden müssen, für ihren engagierten Einsatz. Und gemeinsam werden wir es schaffen, diese herausfordernde Situation auch zu meistern. Vielen Dank. Zum Thema Wirtschaftshilfen, unser Herr Finanzminister, bitte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Export- und Tourismusnation ist die österreichische Volkswirtschaft natürlich besonders betroffen von der aktuellen Situation. Und wir können diese weltweite Pandemie nicht ungeschehen machen, wir können uns nur mit aller Kraft gegen deren Auswirkungen stemmen. Seit Beginn der Krise kämpfen wir daher gemeinsam um jeden einzelnen Arbeitsplatz. Und das geht am besten, wenn wir möglichst viele Unternehmen durch diese Krise begleiten und retten. Der Internationale Währungsfonds hat eine Statistik herausgebracht, wie die Auflistung der Staaten ist mit den größten budgetwirksamen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Krise. Und bescheinigt Österreich, hier europaweit auf Platz 1 bei den budgetwirksamen Maßnahmen zu sein, im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt weltweit auf Platz 11. Dennoch, trotz dieser beeindruckenden Zahlen, wissen wir, dass neue scharfe Maßnahmen, die es braucht, um die Infektionsraten zu reduzieren, auch neue Hilfen notwendig machen. Und deswegen haben wir uns im Finanzministerium gemeinsam mit Experten zusammengesetzt, um zu analysieren, was es jetzt braucht. Und es war klar, dass jetzt eine andere Art von Hilfe notwendig ist bei diesen besonders betroffenen Unternehmen, die durch diese Schließungen besonders hart in Mitleidenschaft gezogen werden. Das Ziel ist, dass der Umsatz im Vergleichszeitraum bis zu 80% ersetzt wird. Das soll möglichst rasch und unkompliziert passieren, anhand der Steuerdaten, die der Finanzverwaltung vorliegen. Und das wird auch automatisch berechnet. Beantragt kann dieser Umsatzersatz werden über Finanz Online. Der maximale Auszahlungsbetrag pro Unternehmen ist laut EU-Kommission-Genehmigungen gedeckelt mit 800.000 Euro, wobei bisher erhaltene Covid-Förderungen gegengerechnet werden müssen. Das sind die Vorgaben, die uns die Kommission hier macht. Österreich hat diesen entsprechenden Schutzschirm bereits im Frühling bei der Kommission notifiziert und daher ist eine weitere Genehmigung nicht notwendig, aber die Übermittlung der Maßnahmen nach Brüssel. Insgesamt schätzen wir, dass diese Maßnahmen etwas über 1 Milliarde Euro in diesem betroffenen Zeitraum kosten werden. Darüber hinaus sind wir in der Bundesregierung auch in Gesprächen mit den Sozialpartnern, um auch die Maßnahme der Kurzarbeit an diese neue Situation anzupassen. Dazu gibt es bereits Gespräche, die noch fortgesetzt werden. Für Unternehmen, die nicht direkt von dem Lockdown betroffen sind, die aber dennoch aufgrund der Maßnahmen und des Coronavirus zu massiven Umsatzentgängen diese zu verzeichnen haben, arbeiten wir seit geraumer Zeit an der Bewilligung des Fixkostenzuschusses zweite Phase. Auch hier sind wir täglich in Kontakt mit der Kommission. Auch Deutschland wird diesen Weg gehen und deswegen sind wir auch in regelmäßigem Kontakt mit den deutschen Behörden, um uns hier auch abzustimmen. Ich hoffe, dass die Kommission, vor allem die Kommissarin Vestager, hier auch unserer Argumentation nun folgen wird, dass es sich natürlich um eine naturkatastrophenähnliche Situation handelt. Denn was, wenn nicht das, ist diese Pandemie?
und dass wir dadurch auch leichter an die Genehmigung von Hilfen kommen. Ich möchte mich hier ausdrücklich auch beim Büro der Kommissionspräsidentin von der Leyen bedanken, die hier auch vermitteln. Und wir hoffen, dass wir hier möglichst rasch zu einer Genehmigung der für die Wirtschaft notwendigen Hilfen zusätzlich zu den 80-prozentigen Umsatzrefundierungen kommen. Vielen Dank. Vielen Dank den Vertretern der Bundesregierung. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen. Laden Sie ein, Fragen zu stellen. Erste Frage, Frau Simone Striebel, ORF Zeit im Bild, bitte. Sie haben gesagt, Sie werden nie in den privaten Bereich eingreifen. Jetzt stehen aber zum Beispiel Gartenpartys und Garagenpartys sind verboten. Ist das nicht auch ein privater Bereich? Ja, natürlich, aber es ist notwendig, diese Schritte zu setzen. Sie sehen ja, dass die Ansteckungszahlen dazu führen, dass wir in massiv wirtschaftlich relevante Bereiche wie die Gastronomie eingreifen müssen. Und es wäre ja absurd, diesen starken Eingriff zu setzen im Bereich der Gastronomie, im Bereich der Kultur, im Bereich der Hotellerie, aber gleichzeitig Partys am Abend zuzulassen, wo Menschen in großer Zahl zusammentreffen, gemeinsam Spaß haben, aber dadurch gemeinsam die Gesamtsituation massiv beschädigen. Wie kontrolliert die Polizei die Gartenpartys? Ja, also da gibt es zwei unterschiedliche Formen. Das eine ist, wo die Polizei immer einschreiten kann, ist bei der Anzeige betreffend Lärmbelästigung. Und darüber hinaus gibt uns jetzt die Verordnung eine neue Möglichkeit, mit den Gesundheitsbehörden einzuschreiten, wenn nicht Wohnräume für solche Veranstaltungen, Partys genutzt werden, hier auch einzuschreiten. Wenn ein Polizist auf einer Streifentätigkeit, auch bei einer Fußschreife, eine Wahrnehmung hat, dass hier in so einer Räumlichkeit eine Party stattfindet, auch dann ist er dazu befugt, einzuschreiten. Wenn er den Verdacht hat, dann nur in der Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde. Das wird immer unter dem wirklich wichtigen Gebot der Verhältnismäßigkeit durchgesetzt werden. Aber es ist, so wie der Bundeskanzler sagt, eine absolut wichtige und notwendige Maßnahme, um gerade dort jetzt dem ein Ende zu setzen, wo die Infektionsketten sich am stärksten ausbreiten. Dankeschön. Frau Singer von ATV, bitte. Ich hätte zwei Fragen. Eine an den Gesundheitsminister. Und zwar, jetzt haben wir heute ca. 5.400 Neuinfektionen. Das sind fast so viele, wie Sie erst für Ende nächster Woche angekündigt haben. Ist es nicht angesichts dessen notwendig, den Lockdown schon früher zu machen und nicht erst mit Dienstag? Also kommen die Maßnahmen nicht reichlich spät an? Und eine Frage an den Bundeskanzler, und zwar, jetzt sind die Ausgangsbeschränkungen mit 10 Tagen beschränkt. Bleibt es auf jeden Fall bei diesen 10 Tagen, egal wie hoch die Infektionszahlen dann sind? Ich kann vielleicht starten. Unser Ziel ist es, dass wir im November die Ansteckungszahlen massiv drücken, um dann im Dezember schrittweise auch wieder mit Öffnungsschritten uns in Richtung mehr an Normalität und Freiheit zu bewegen. Und die Ausgangsbeschränkungen am Abend werden da ein ganz wesentlicher Bestandteil sein. Gesetzlich ist vorgesehen, dass diese alle 10 Tage parlamentarisch besprochen und dann auch verlängert werden müssen. Aber unser Ziel ist natürlich, diese Maßnahme für den gesamten Zeitraum zu setzen, damit es auch die Wirkung entfaltet, die wir brauchen. Ja, was den Zeitpunkt, das war der erste Teil der Frage, was den Zeitpunkt betrifft. Wir haben am Samstag der vergangenen Woche, ich habe es kurz erwähnt, eben diese erstmalige Situation gehabt, dass es einen dramatischen Unterschied zwischen Prognosen und der Realität und diese sprunghaften Zuwächse bei den Infektionszahlen gegeben hat. Ich habe daraufhin sofort den Auftrag gegeben, dass es eine neue Prognose, eine umfassende von 3 unterschiedlichen Konsortien geben muss. Die ist uns am Dienstag am Abend vorgelegen und die hat uns eben signalisiert, dass die Zuwächse weitergehen auf diesem Niveau und sogar deutlich steigend weiterhin. Und deswegen war das der Zeitpunkt, wo es klar war, jetzt müssen wir ganz schnell handeln und viel schneller geht es nicht mehr. Was wir dazu haben, das vielleicht bitte nicht vergessen, wir haben ja auch seit einer Woche ein Maßnahmenpaket seit vergangenen Sonntag bereits
in Wirkung. Im Regelfall spricht man davon, dass es rund 2 Wochen dauert, bis das ein Paket wirkt. Und ich gehe schon davon aus, dass das auch eine erste dämpfende Wirkung haben wird. Sie erinnern sich, der Mindestabstand war damals der Bestandteil, dann die massive Ausdehnung des Mund-Nasen-Schutzes und drittens diese kleinen und unstrukturierten und nicht kontrollierten Veranstaltungen haben wir drastisch reduziert. Das heißt, da wird ein Effekt da sein, aber der wird nicht ausreichen angesichts dieser enormen Zahlen. Danke. Herr Patruel von Puls 4, bitte. Herr Bundeskanzler, Sie haben, glaube ich, davon gesprochen, dass es eine schrittweise Öffnung geben soll dann wieder. Heißt das, man entscheidet dann Ende November, wie man weiter tut? Kann es sein, dass uns gewisse Maßnahmen bis in den Dezember hinein oder noch länger erhalten bleiben? Wie wird es da konkret weitergehen? Und eine konkrete Frage an den Herrn Finanzminister. Wenn es um den Umsatz vom letzten Jahr geht, um den Vergleichszeitraum, wie werden Betriebe behandelt, die erst heuer gegründet worden sind etc., die keinen Vergleichszeitraum vom letzten Jahr haben? Danke. Ich möchte Ihre Frage sehr ehrlich beantworten und daher mal einleiten damit, dass es sehr wenig Erfahrungswerte gibt, was Lockdowns in der zweiten Welle betrifft. Wir haben in Israel gesehen, dass ein sehr harter zweiter Lockdown Wirkung gezeigt hat und die Neuinfektionszahlen von einer noch höheren Größenordnung, als wir sie haben, gesenkt werden konnten auf rund 500 Neuinfektionen pro Tag. Wir erleben derzeit in Tschechien einen zweiten Lockdown, der noch nicht die entsprechende Wirkung gezeigt hat. Wir haben in den Niederlanden und anderen Ländern sehr, sehr eingreifende Maßnahmen erlebt, die nicht den entsprechenden Effekt hatten, dass man auf ein ganz, ganz niedriges Infektionsniveau herunterkommt, so wie uns das beim ersten Lockdown gelungen ist. Und insofern tue ich mir schwer, Ihnen eine detaillierte Antwort auf Ihre Frage zu geben, was den Dezember betrifft, weil wir eben noch nicht einschätzen können, wie stark die Bevölkerung diese Maßnahmen auch unterstützt und wie stark dadurch die Wirkung sein wird. Wenn es einen ähnlichen Erfolg gibt wie beim ersten Lockdown, dann ist davon auszugehen, dass wir mit Öffnungsschritten wieder mehr in Richtung Normalität zurückkehren können und, so wie das jetzt auch der Fall war, die Zahlen nicht sofort wieder in die Höhe schnalzen. Es hat ja jetzt 4 Monate gebraucht, vom Ende des Lockdowns bis jetzt, wo die Zahlen kontinuierlich angestiegen sind, obwohl wir in vielen Bereichen zwar nicht absolute Normalität, aber doch vergleichsweise viel Freiheit hatten. Daher meine große Bitte, dass wir alle diesen November nutzen, um die Zahlen so gut als möglich nach unten zu bringen. Wir werden als Bundesregierung wöchentlich die Ergebnisse und Fortschritte evaluieren und natürlich dann auch die Bevölkerung informieren, wie gut das Zurückdrängen oder das Herunterdrängen der Neuinfektionszahlen gelingt. Bei der Frage der Berechnung können wir nur auf die Daten zurückgreifen, die die Finanzverwaltung gerade hat. Alles andere würde natürlich wesentlich komplizierter und langfristiger werden. Deswegen sind wir im Austausch mit der Wirtschaftskammer, wie mit solchen Spezialfällen umzugehen ist. Da gibt es einerseits die Fälle, wo Unternehmen zwar eine Steuernummer haben, aber keine Steuern bezahlt haben. Das heißt, wo die Umsätze so gering waren, dass es hier mit Pauschalsätzen gelöst werden muss. Und bei den Unternehmen, die erst gegründet worden sind, sofern sie betroffen sind von den Schließungen, wird gerade versucht, analog zum Fixkostenzuschuss ein Modell zu finden, auch mit der Wirtschaftskammer gemeinsam, dass es der Durchschnitt der bisherigen Monatsumsätze ist. Aber auch das ist eine Rechenaufgabe. Das sind die Spezialfälle, die in der Richtlinie geregelt werden, die jetzt gerade erstellt wird. Von der Austria-Presseagentur, Herr Sommweber, bitte. Vielleicht direkt an das jetzt angeknüpft, diese Umsatzausfälle, die ersetzt werden, das bezieht sich also auch auf die Theater, auf die Sportveranstalter oder die Sportinstitutionen und Sporteinrichtungen. Und werden da jetzt 80% netto oder brutto ersetzt, wäre die Frage gewesen. Und dann hätte ich noch, vielleicht wenn ich weitermachen darf, an den Herrn Bundeskanzler fragen, weil Sie gesagt haben, wenn die Bevölkerung mitmacht und sich jetzt an das, was heute verkündet worden ist, hält, wäre mit den ersten Lockerungsschritten im Dezember in der Nähe der Normalität zu rechnen. Heißt das jetzt irgendwie, dass man davon ausgehen kann, dass die Skilifte in Betrieb gehen oder dass diese Weihnachtsmärkte zur Verfügung stehen für die Bevölkerung? Oder ist das nicht jetzt ein Zeitpunkt, heute zu sagen, das kann nicht stattfinden? Ich kann mit der Frage beginnen. Schauen Sie, was
klar ist, dass solange es keinen Impfstoff gibt, das Leben nicht genauso stattfinden kann, wie wir es immer hatten, wie wir es alle schätzen und wie wir es lieben. Was in dieser Phase immer notwendig sein wird, ist mit Maßnahmen zu verhindern, dass es zu großen Gruppenbildungen kommt, dass zu viele Menschen auf zu engem Raum sind, dass uns die Infektionszahlen einfach ins Unermessliche steigen. Und insofern ist damit zu rechnen, dass wenn dieser Lockdown funktioniert, dass wir ähnlich wie auch schon im Sommer Lockerungsschritte setzen können und vieles wieder in eingeschränkter Art und Weise, aber doch erleben können. Und da gehört in Österreich natürlich das Skifahren und der Tourismus auch dazu, genauso wie die Gastronomie, auch wenn wir hier natürlich weiter mitten in einer Pandemie sind. Zu Ihrer Frage, es wird der Jahresumsatz genommen und der Durchschnitt im Vergleichszeitraum des Lockdowns hergenommen. Das ist so gut es geht zu errechnen. Die genauen Formeln sind gerade in Ausarbeitung. Herr Jungwirth, Kleine Zeitung, bitte. Vielleicht drei Fragen an den Kanzler. Sie haben gesagt, Schulen bleiben vorerst offen. Was heißt das konkret? Heißt das, wenn in ein, zwei Wochen die Zahlen nicht nach unten geht, dass womöglich auch dann die Schulen und die Kindergärten geschlossen werden müssen? Was ist da der Parameter? Geht es darum, dass die Kurve runtergeht? Können Sie dazu was sagen? Zweite Frage, Homeoffice haben Sie angesprochen, dass es Gespräche oder dass Sie sich mit den Sozialpartnern darauf geeinigt hätten. Was heißt das? Gibt es eine gesetzliche Änderung oder ist es eine dringende Empfehlung an die Unternehmen? Und vielleicht nur die dritte Frage an den Innenminister. Nach 20 Uhr, wenn man zur Arbeit geht oder von der Arbeit kommt, braucht man dann einen Beleg des Arbeitgebers? Muss man das nachweisen können oder handelt man das mit den Polizisten aus? Danke. Ich beginne vielleicht mit Ihren beiden Fragen, die an mich gerichtet waren. Zunächst einmal noch einmal, es gibt wenig Erfahrungswerte, was einen Lockdown 2 betrifft. Wo können Unterschiede sein? Unterschiede können immer natürlich temperaturabhängig sein. Wir wissen, dass wir die erste Pandemiewelle in Österreich in einer Zeit erlebt haben, wo sich dann mehr und mehr des öffentlichen Lebens schon wieder nach draußen verlagert hat. Das war sicherlich auf die Einschränkung des Infektionsgeschehens extrem hilfreich. Wir erleben jetzt eine Phase, wo sich das Leben immer stärker in immer engere Innenräume verlagert in Österreich. Das ist natürlich alles andere als hilfreich. Und all diese Faktoren werden eine Auswirkung haben und niemand kann Ihnen vorhersagen, in welchem Ausmaß. Der wesentlichste Faktor wird sein, wie viel Prozent der Menschen halten sich auch wirklich daran. Und, wir wissen, dass in Österreich die Menschen sehr aktiv mitmachen, die Bevölkerung sehr diszipliniert ist. Daher gehen wir davon aus, dass diese Maßnahmen auch stärker greifen können als in manch anderen Ländern. Trotzdem gibt es einige Dinge, die klar sind und die kann ich Ihnen jetzt schon vorhersagen, nämlich, dass es nicht in kurzer Zeit zu einem dramatischen Abfall der Infektionszahlen kommen wird. Beim ersten Lockdown hat es 10 Tage gebraucht, bis wir eine Trendwende erlebt haben. Das heißt, wir rechnen natürlich mit einer Phase von 7 bis 14 Tagen, die es brauchen wird, bis es hoffentlich zum gewünschten Abfall der Infektionszahlen kommt. Letzter Punkt, so ehrlich muss man auch sein, wir haben bereits andere Beispiele gesehen, wo die Zahlen trotz Lockdown weiterhin so stark gestiegen sind, dass diese Länder noch einmal nachschärfen mussten. Und daher war es uns ein Anliegen, einfach transparent auf den Tisch zu legen. Wir haben ein Paket geschnürt, mit vielen Einschränkungen, aber auch mit dem Versuch, in einigen Bereichen wie der Wirtschaft oder der Schule stärker geöffnet zu halten, als wir das im Frühling gemacht haben. Wir werden in absehbarer Zeit wissen, ob sich das so ausgeht oder nicht. Wir werden das evaluieren und natürlich die Bevölkerung darüber informieren. Jetzt einmal der Plan, dass wir mit diesem Paket gut durch den November kommen, nach 10 Tagen, 14 Tagen einen Abfall der Infektionskurve, einen deutlichen Abfall erleben und die Zahlen massiv
sinken. Wenn das gelingt, dann sind wir auf einem guten Weg. Wenn das nicht gelingt, aus welchen Gründen auch immer, viele davon sind nicht vorhersehbar, dann sind wir mit einer ähnlich schwierigen Situation konfrontiert wie in manchen anderen Ländern. Aber, das möchte ich auch dazu sagen, es gibt auch die Positivbeispiele, die funktioniert haben. Eins davon ist Österreich selbst. Zum einen ist ja das Glaubhaftmachen das Entscheidende. Wenn die Polizistinnen und Polizisten die Kontrollen durchführen, dann verfügen die über sehr viel Erfahrung und erkennen sehr rasch, ob ihnen hier eine Geschichte erzählt wird oder ob es tatsächlich den Tatsachen entspricht. Und die Verordnung wird ja an sich noch jetzt im Detail ausgearbeitet vom Gesundheitsministerium. Wir haben die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown, die haben sich bewährt. Die Polizistinnen und Polizisten sind gut zurechtgekommen damit, dass es immer darum geht, es glaubhaft zu machen, dass ich jetzt zur Arbeit fahre oder von der Arbeit komme. Danke, Frau Güntner von Ö24, bitte. Ja, die erste Frage an den Herrn Bundeskanzler. Gerade für die Gastronomie gab es ja schon sehr strenge Maßnahmen. Jetzt im Nachhinein betrachtet, jetzt muss geschlossen werden. Waren die Maßnahmen nicht ausreichend? Wurde nicht ausreichend kontrolliert? Woran liegt es, dass man hier wirklich komplett dicht machen muss? Dann eine weitere Frage an den Herrn Innenminister. Wie genau kann ich mir so eine Strafe jetzt vorstellen, wenn ich nach 20 Uhr draußen bin, ohne einen von diesen 5 Gründen zu haben? Mit welcher Strafe kann ich rechnen? Frage beginnen. Ich möchte explizit festhalten, die Gastronomie trifft keine Schuld. Und ich möchte mich auch bedanken bei den Gastronominnen und Gastronomen in Österreich, die wirklich in vorbildlicher Weise in 99% der Betrieben Sicherheitskonzepte erstellt haben und darauf geachtet haben, dass es funktioniert. Wo liegt das Problem? Das Problem liegt daran, dass in gewissen Branchen, wie zum Beispiel in der Gastronomie, schon der Inhalt des Geschäftszweckes ist, dass sich Menschen dort treffen. Das heißt, es ist nicht der Fehler der Gastronomen. Es ist nicht, dass die irgendwas falsch gemacht hätten, sondern die Menschen gehen im Regelfall eben in Österreich nicht alleine essen. Das ist so bei uns nicht üblich, sondern die Gastronomie wird genutzt, um sich zu treffen, um zusammenzukommen mit anderen Menschen, um was zu essen, zu trinken, aber vor allem auch um Zeit mit anderen Menschen in einer angenehmen Atmosphäre mit der österreichischen Gastfreundschaft verbunden zu genießen. Das ist die Herausforderung in einer Pandemie. Und daher, wenn es eben gerade darum geht, dass wir soziale Kontakte reduzieren, dass wir Zusammenkünfte verhindern, dann ist leider Gottes, so schwer uns das fällt, die Gastronomie einer der Bereiche, wo eben diese Zusammenkünfte stattfinden. Ich kann aus polizeilicher Sicht auch hier die Ausführungen des Bundeskanzlers bestätigen. Die Gasthäuser, die Restaurants, die Wirtshäuser haben sich vorbildlich an die Vorgaben gehalten und auch hier eine starke Kooperationsbereitschaft gezeigt. Dort, wo es Herausforderungen gegeben hat, war im Bereich der Nachtgastronomie, da ist auch intensiv kontrolliert worden. Zum anderen, was passiert, wenn Sie zwischen 20 Uhr und 6 Uhr früh im öffentlichen Raum angetroffen werden? Dann gibt es, wie gesagt, diese 5 Gründe, warum Sie das dürfen. Wenn Sie arbeiten gehen, wenn Sie eine Abwehr einer Gefahr vornehmen müssen betreffend Leben, Eigentum, Gesundheit, wenn es um eine Hilfeleistung geht für unterstützungsbedürftige Personen, genauso wenn es darum geht, familiären Pflichten und Verpflichtungen nachzukommen, wenn es darum geht, die Grundbedürfnisse des täglichen Bedarfs zu decken, wenn es darum geht, den Beruf auszuüben oder wenn es darum geht, Sport zu betreiben bzw. auszulüften, weil einem die Decke auf den Kopf fällt. Wenn Sie diese Gründe nicht nachweisen können, dann so wie schon gehabt, ich weiß, das ist eine unglückliche Rolle des Innenministers, das gehört aber dazu, Kontrolle führt dazu, dass Maßnahmen auch eingehalten werden, dann gibt es eine Anzeige, die Verwaltungsbehörde überprüft dann die Anzeige und dann wird dementsprechend auch die Strafe verhängt. Danke. Ja, der Strafenkatalog kann bis zu 1450 Euro gehen. Grundsätzlich ist dann immer die Verwaltungsbehörde die, die einerseits das Fehlverhalten feststellt und dann die Strafe in der Höhe verhängt. Für das Nichttragen des Mund-Nasen-Schutzes gibt es auch die Möglichkeit des Organmandats mit 25 Euro. Für das Nicht-Abstandhalten, also den 1 Meter unterschreiten, die 50 Euro, das ist aber schon bekannt. Das bleibt. Herr Grabowski von Servus TV, bitte. Herr Bundeskanzler, wo dürfen denn die 2 Haushalte zusammenkommen? Gibt es da eine Personenbeschränkung, also Stichwort Großfamilie? Und wie sieht die Regelung bei Paaren aus, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben? Wie ist das geregelt, dass die miteinander, beieinander übernachten dürfen?
Genau, es sind zwei Haushalte, also sozusagen, wenn Personen alleine leben und die treffen sich, dann treffen sich eben zwei Individuen. Wenn Familien leben, zusammenleben und sich treffen wollen, dann ist das erlaubt, dass sich zwei Familien treffen. Wo kann das stattfinden? Natürlich im öffentlichen Raum und natürlich auch im privaten Bereich. Die wichtige Einschränkung, die es eben gibt, ist die Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr. Das heißt, am Abend ist das nicht mehr möglich. Ich möchte aber dazu sagen, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass wir soziale Kontakte so gut als möglich reduzieren. Überall dort, wo es möglich ist, diese zu reduzieren, müssen wir das tun. Es ist auch, um nochmal zurückzukommen auf die Frage zur Gastronomie zuvor, genau das Thema. Warum wird die Gastronomie geschlossen? Nicht, weil dort jemand etwas falsch gemacht hat, nicht, weil die Wirten sich nicht bemüht hätten, sondern weil bei der Gastronomie bekanntlich Menschen zusammenkommen. Daher der dringende Appell, ja, jeder hat das Recht, mit einem anderen Haushalt zusammenzutreffen, aber gleichzeitig die Bitte, das so eingeschränkt und selten wie möglich zu machen. Vom Standard die Frau Schandl. Bitte. Das heißt, Paare, die nicht gemeinsam Haushalt leben, dürfen sich nicht mehr... Bitte das im Mikrofon, bitte. Dürfen sich natürlich treffen, ja. Nein, nach 20 Uhr dürfen sich... Okay. Vom Standard Frau Schandl, bitte. Ich schließe da gleich an diesen Themenkomplex. Sie haben von einem Besuchsverbot gesprochen, davon, dass man eben auch nach 20 Uhr niemand anderen im privaten Wohnraum besuchen darf. Wie wird das de facto kontrolliert? Wie kann man da im privaten Wohnraum Nachschau halten? Das ist die erste Frage. Und zweitens würde ich gerne wissen, ob es für Risikopatienten und Patientinnen, also für Personen ab einem bestimmten Alter, auch wieder besonderen Schutz geben wird. Wird es da eine Regelung geben? Also die Risikopatientenregelung wird fortgesetzt, die wir bisher hatten. Die ist absolut genauso notwendig wie in der Frühlingssituation, Punkt 1. Und die zweite ganz große Gruppe, ich finde es immer so schwierig, diese Begrifflichkeit, aber Sie haben die richtige genommen, also kein Vorwurf an Sie, aber Risiko ist immer so behaftet mit Makel oder mit einem Nachteil oder mit sonst etwas. Es sind halt sehr verletzliche Menschen, die wir haben in unserer Gesellschaft, wenn man zum Beispiel eine schwere Vorerkrankung hatte oder gerade mitten in einer schweren Erkrankung ist oder eben Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen leben. Und das ist der zweite zentrale Schwerpunkt, deren Schutz, aber unter Einhaltung der Freiheitsgrundrechte, die es gibt. Also eines vorweg, das war uns immer wichtig und bleibt uns wichtig, der Schutz der Grund- und Freiheitsrechte. Das heißt also, es wird eines nicht geben, dass die Polizei beginnt, in den eigenen vier Wänden von sich aus Nachschau zu halten. Das, was jetzt neu geregelt worden ist und die Gesundheitsbehörden jetzt dann auch kraft Verordnung gemeinsam mit der Polizei exekutieren können, ist, dass bei sogenannten Nicht-Wohnräumen, also sprich Garagen, Scheunen etc., da sehr wohl proaktiv Nachschau gehalten werden kann und die leider berühmt-berüchtigt gewordenen Scheunen- und Garagenpartys, die zu hohen Infektionsclustern geführt haben, nicht mehr stattfinden können. Darüber hinaus gibt es eine erhöhte Polizeipräsenz und eine Wachsamkeit im öffentlichen Raum und genau da gilt ja die Ausgangsbeschränkung und wenn ich dann im öffentlichen Raum angetroffen werde, dann sollte ich eben einer dieser fünf von mir vorher genannten Gründe erfüllen, ansonsten erfolgt die Anzeige durch die Polizistinnen oder Polizisten. Vielen Dank, wir sind damit am Schluss. Vielen Dank den Vertretern der Bundesregierung und Ihnen vielen Dank fürs Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit. Wiedersehen.